Und zwar setzen wir den hier. So. Förderbänder haben wir natürlich nichts, ist eh klar. Die Kanalabschnitte wollte ich schon immer mal vergrößern, ist eh klar. Dann ein Teilerförderband und einen schnellen Belader. Der braucht ja ewig zu bauen. Also Hackett, was ist das? Hackett, okay. Haben wir schon mal gehabt. Und dann Zug, wenn wir halt wieder brauchen für Eisen, gell? Ja. Problem ist mit dem Zug, wo wir gerade eben fahren. Der läuft ja auf der Eisenschiene. Ja, müssen wir dann umbauen. Wir gehen den mal wieder zu. Er ist schon mal runtergefahren. Das unterirdische Förderband hier kann eigentlich weg. Ist überflüssige Kacke hier. Hier sind eh keine Monster mehr. Und wenn doch, ist auch egal. Na komm. Wenn eh, dann interessiert es keinen. Genau. So. Das heißt, er kann auch weg. Nochmal so gebaut. Also, dass ich jetzt schon unterirdische Fließbänder habe. Das ist gut. Foul Fool. Das heißt, er kann hier Ist mal. voll modern. Zack. Weiter Richtung Osten. So, ich brauche. Alter, diese roten Fließbänder, ich mach so auf den Sack, ey. Muss man auch mal eine Produktion bauen. Damit das besser läuft. Land auf Stungen. Ba-ba-ba-ba. So. Mal bis Factorio dann die Gleissegmente zusammenfügt. Irgendwie, als würde er gerade ein bisschen überfordert sein. Dauert halt alles ein bisschen. Überfordert nicht so. Er kraftet jetzt das. Da ist er. So, gut. Hat ja was zu tun. Dasselbe hier nochmal in grün wahrscheinlich. Dann wird's passen. Sagen wir ab hier. Zack. Was ist denn das? Ein Bauersensor. Brauchen wir da jetzt mal nicht. Ich brauche nämlich zuerst das und den Bauersensor setzen wir mal. Power. Das bist du, oder? Nee. Warum ist 100? Vielleicht, weil ich den Bauersensor abgebaut habe. Setzen wir wieder hin. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ja, nicht. Wir haben mal keine Signale, aber Ja, die kannst du dann noch daran, bevor hinklatschen. du runterfährst, dann kann ich dir unten noch eine Dings hinklatschen. Ja, Wir ich haben bin. aber unten keinen Strom. Wo? Warum sagt er dann Strom 100? Er sagt für Strom 0. Moment mal. Was, haben wir keinen Strom drin, oder was? Achso, ich war's.
Hat dann doch nicht gereicht, weil du den einen Strommasten anders gesetzt hattest. Somit habe ich den. Ja, ich war's. So, das System läuft wieder. Ich weiß, warum er gerade so lange gebraucht hat, um das zu updaten. Und wir werden Ja. wahrscheinlich ein Problem haben, weil das Radar läuft nicht. Genau. Und da tut das nicht updaten. Ja, Und die Frage ist jetzt, wie wir das machen. du könntest das Radar separat in den Stromkreis setzen mit einem Akkumulator. Ja, und halt mit Stromklammer. Genau, und wenn der Strom abfällt, tut er den Strom drinnen. Ja, das Somit kann der Radar weiterarbeiten noch eine Zeit lang und das andere ist aus. dann kriegen wir so mit einem Statusreport. Genau. So habe ich mir das gedenkt. Denk. Platzieren wir unten eine Haltestelle. Ich bin jetzt vor der Festung. Aber keine Gleise. Gut, es fehlt noch Wir immer ein können dann auch Eisen. wieder zurückfahren. Soweit das ist optimiert bis jetzt. Das ist arg, es fehlt noch immer Eisen einfach. Wir nennen das Ganze 0 unten. Römisch zumindest. Null unten. 0 unten. Ganz dann Richtung 0 unten fahren. Wir brauchen eine Stromklammer. Sind jetzt meine Hilfen da? Dann brauchen wir Signalkabel. Noch ein paar Akkumulatoren. Noch ein paar Greifarme. Zack. Nehmen wir bessere Akkumulatoren. Ja, jetzt kann man eh schon besser, also. Weil wir brauchen High-Capacitate-Akkumulatoren. Erstmal mit 3 Stück. Bringt mir Rohstoffe. Ich denke auch, logisch, die Rohstoffe haben wir noch genug. Ach, das mit den Greifarmen, das ist so eine Sache. Grüne haben auch nichts mehr. Die Maschine staut wegen Eisen, okay, ist klar. Wir haben immer zu wenig Eisen. Das So, gibt's ja nicht. Doch, bei Roller. Kondensatorkabel. Wo brauchen wir bitte so viel Eisen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, wenn ich das wüsste, würde ich dich nicht beauftragen. Das kann ja nicht wahr sein. So, und das Ding müssen wir auch mit an den Akku-Power-Sensor anhängen. So, und dann sagen wir nämlich, wenn A Wenn A kein Strom hat, hat B kein Strom. Wenn C kein Strom über hat, D kein. eine Konstante, nämlich 99 mal 90 fest. Wenn A über 90, dann Effekt aktivieren, deaktivieren. Wenn ich jetzt das Stromkabel kappe, fällt A Richtung 99, geht nach unten, ist weiter. Das ganze Stromnetzwerk betreibt momentan noch alles. Jetzt fahren wir gleich unter die 90. Unten meldet er Stromausfall. Oben das System wurde abgeklemmt und wir kriegen noch keinen Alarm, weil. Das wird dauern, bis er es updatet wahrscheinlich. Jetzt geht's. Er wird in der Weile noch über der Akkumulator mitversorgt. Jetzt geht's, ist er lower. Wenn ich das Ganze wieder reinsetze, fährt das ganze System wieder hoch, unten. Und wenn wir jetzt 90 erreichen, müsste er wieder zuschalten. Genau. Und das Radar ist wieder zugeschaltet. Genau, und in der Zwischenzeit Obwohl, wir schafft machen mal es. eine andere Bedingung, nämlich 99, weil Geht man da schneller. wirklich strikt direkt kappt. Weil die Akkumulatoren haben Ladung und somit könnte es eine Weile dauern. So, wird direkt gekappt, sobald ich einen Strommast wegnehme. Und er meldet aber erst eine Meldung, wenn wir bei 30 kommen. Wir komplett leer sind wahrscheinlich. Das dauert halt eine Weile. Naja, das Problem ist, ich kapp ja direkt an der Quelle. Und somit, ich meine, das Ding ist ja ein Akkumulator.
Was wird denn geleert? Nichts. Die Lampe steht da. Bep. Jetzt So. Ofenkappe muss das Ganze, glaube ich, schneller gehen. Naja, werden wir ja dann eh sehen, wenn wir es dranhängen. Jo, eh. Na komm, da muss ein Kabel hin. Dann da. So, wir brauchen Türen für den Zug. Schaut der hier weg. Und dann wir brauchen Gleise. So. Und so. Gut, wir haben wieder Nachtsicht. Traumhaft. Ja, aber besser als komplett schwarz. Das stimmt. Das haben wir uns ja dann doch mal gegönnt. Oder einfach zu wenig Kommst du Licht nochmal haben. runter? Ja, ich bin noch immer am Dings dran. Also, sagst du, dass du jetzt noch nicht runterfahren bist sozusagen? Ich muss noch schauen wegen Eisen, wir haben da noch immer Probleme, deswegen kann ich leider auch nichts dran ändern. Deshalb würde ich. Okay. Zeit vergangen, 30 Sekunden und die Bedingungen hinzufügen. Fracht. Und ohne High Eisen Power Indikator. steht halt alles still bei uns. Über 10. Fahr ihn somit dann mal runter, damit er mich abhaut. Ich brauche Start. So, machen wir noch eine neue Lagerkiste irgendwo hingeklatscht da. Wo sind die Lagerkisten überhaupt? Keine Ahnung, das weiß ich wirklich nicht. Stell sie einfach Mitte hier hin, damit du passt. So, der Zug fährt, fährt und fährt und fährt. Da, da unten sind sie. In Holz, Holz, Kohle. Wir sind im Außenposten. Dann ist er gut. Und wir sehen, dass noch immer zu wenig Eisen ankommt. Das heißt, wir brauchen schnellere Förderbänder. Sollte gleich da sein. Was brauchen die eigentlich? Eisen. Natürlich. Die Förderbänder brauchen Eisen. Klar. Das Ganze kann man ein bisschen anders setzen. Da reinfahren kann man so weit sind wir nun jetzt. Wohl Ach, unten. gut. Eigentlich produzieren wir eh schon voll viel Eisen, trotzdem noch zu wenig. So. Jetzt ist er wenigstens schön drin. So, jetzt kann ich einsteigen. Jetzt kann ich ihm sagen, Eisenbasis. Wir fahren zurück. Sehr gut. Obwohl es einspurig ist. Weil wir oben rüber denken. Aufs andere Gleis. Ja, mei. So. Wie viel kmh fahren wir eigentlich mit 200? Was wäre, wenn wir eigentlich mehrere Loks hintereinander stellen? Sollen wir das schnell machen? Ich glaube schon. Wir uns das leisten? Was denn? Warum Stahl? Was habe ich nicht? Stahl. Immerhin 250. Ein bisschen. Man muss das aber wirklich schneller ist, keine Ahnung. So, was sagt die Stahlproduktion? Stahlproduktion sagt, wir haben gar nichts. Du hast, wir haben Eisenerz mal. Okay. Nee, es kommt Jetzt nur zu brauche ich wenig so an. Das ist das Problem. Brauchen schnellere Förderbänder. Vielleicht kümmerst du dich mal kurz drum. Ja, das ist. Problematisch. Die Kräfte dafür mal lange, schnelle Stack-Arm-Greifer. Er wird dann von unten hochdingen, oder wie? Nein, aber du siehst ja, die Maschine kann nicht ausladen, weil das Förderband schon voll ist. Jetzt sage ich eine Maschine vorne, eine hinten, eine vorne und hinten, eine vorne und hinten. Beim Förderband. Ich habe ja zweireihig gemacht schon. Aber Eisenerz wird ja auch zu langsam geliefert. Ja, das muss halt denken. Förderbänder. Schnellere. Brauchen wir hierfür.